Herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Forest. Vierten Folge? Nein. Ja, egal. Das ist die dritte Folge. Diese Folge könnte eventuell etwas kürzer werden. Wir wissen nicht, welcher Boss auf uns zukommt. Falls überhaupt. Und ich sehe hier die ganze Zeit diese Partikel runterregnen. Timo sieht sie nicht. Er wird vielleicht ein Bild einblenden, was ich ihm geschickt habe. Was vom Bildschirm abgefotografiert wurde. Deswegen ist es scheiße. So, und wir gehen ja jetzt voll in. Ja, ich weiß, wir wissen beide nicht, wer dieser Boss hier ist. Falls da überhaupt einer drin ist, lass einen Eingang suchen. Ja. Sonst graben wir uns einfach da rein. Nee, ich will gucken, ob es einen Eingang gibt. Oh Gott, das nervt das mit diesen Partikeln. Troll. Es leckt wie sonst was. Ja. Lass mich kurz was essen. Wahrscheinlich wegen diesen Partikeln, die ich habe. Ich reconnecte kurz. Das ist natürlich jetzt ein bisschen traurig. Du bist zu schnell. Ach, wir sind beide zu schnell. Egal. Bitte nicht mehr. Na, wie kann ich das ausstellen? Amod-Optionen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Gut, wir suchen dann mal einen Eingang. Nee, es ist, glaube ich, keiner. Wir müssen uns da wahrscheinlich reingraben. Warte, vielleicht ist hier noch was. Ich will einen Zombie. Nee, gut, dann lass einfach hier reingraben. Hier so vorne rein. Hier. Hier, oder? Hier ist nix. Ja, grab hier rein. Oh, ich sehe den Regen. Siehst du das auch? Ja. Ah! Was hat er für ein Buch in der Hand? Ich will das haben. Notes on a pointy tower. Gib mal her. Das ist. I have been an explorer's notebook granted by monsters. I have begun exchanging the strange aura. Das ist diese Aura um den Tower. Das ist Magie. Wird hier jetzt ein neuer erschaffen? Nee. Nein. Das ist Magie. Ich glaube, wir können da nicht rein. Jetzt habe ich die Partikel. Nee, wir können da nicht rein. Ja doch, wir gehen da jetzt rein. Geht aber nicht, weil das mit dieser Aura ist. Egal. Glaubst du, wir können uns hochbauen? Vielleicht, ja. Oder brauchen wir etwas? Dann warte mal. A breakthrough in my journeys. I sighted a huge snake-like monster in a decorated courtyard. Hierbei. Ja, also eine Aura. I picked up a worm down. Wir brauchen so eine Schlange, die hier in der Nähe ist. Nose from a pointy tower. Ich hab's noch. Timo, wir müssen hier in der Nähe eine Schlange finden. Okay. Ja, die Partikel habe ich jetzt auch. Die nerven wirklich ein bisschen. Ja, komm mal hier wieder raus. Wir müssen die Schlange finden und dann sind die Partikel weg. Wenn ich das richtig verstanden habe. Alter, ich geh jetzt einfach so runter, ganz ehrlich. Junge, ist das ekelhaft. Ich mach mal kurz ein Teil daraus. Huge snake-like monster in a decorated courtyard. Was ist courtyard? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wo du gerade bist, ehrlich gesagt. Warte, ich komme gleich zu dir. Ich muss kurz. Ich glaube, das ist einfach Regen, wenn du jetzt, glaube ich, toggle down. Courtyard ist Hof. Wir müssen den Hof finden. Mach mal toggle down Fall an. Aus. Achso. Ja, also gut, ich glaube, das sind einfach nur Regenpartikel, die halt anders sind. Nur halt wegen der Aura noch, ne? Nee, ich meine jetzt die Partikel, die halt vom Himmel kommen. Ist aus? Aus? Nee, das ist da wahrscheinlich immer noch. Naja, ja. Das ist wirklich, wenn man kommst du jetzt mal hierher? Ja, wo bist du? Hinter dir. Hier, wir müssen einen Hof finden, wo eine Schlange drin ist, die wir aufheben müssen. Und damit können wir da rein. Irgendwo hier soll ein Hof sein. Okay, die Folge wird wahrscheinlich doch lang. Wir haben übrigens uns Goldäpfel gemacht. Ja, von dem Gold, das wir hatten. Von dem einzigen. Alter, siehst du? Wie sonst was. Ja, ich muss laden wegen den Partikeln. So. Wo bist du denn? Hinter dir. Halt Ausschau. LOL. What the hell? Was sind das für Seerosen? Riesenseerosenblätter, das kannst du laufen. Die Bäume sind ja cool. LOL, siehst du das hier? Das bewegt sich. Was? Hier diese Dreckpartikel in der Luft.
Ich hab Hunger da drin. Was ist das für ein Holz? Geh nicht in diese Partikel rein. In welche Partikel denn? Da sind Partikel, so schwarze kleine. Ne, bei mir nicht. Bei den Bäumen. Oh ja, jetzt habe ich auch Hunger. Hier unten ist ein Troll, der hat ein Buch in der Hand. Vielleicht sind, ist das, das vielleicht ist das Nose was über die... from a swampy Labyrinth. Steht gib mir das. An Explorer's Notebook written on waterproof paper. Hier ist eine Seerose. The mosquitoes in the swamp are waxing. But strange. The vast marugirity. Timo, komm mal her, wo bist du? Of them seem to have no natural source. Timo, wo bist du? Nor do they seem to have a role in the local ecology. Timo, wo bist du? An den Bäumen, auf dem Riesenseerosenblatt. Das hilft mir gerade nicht sehr. Lass versuchen, wieder in der Nähe vom Schloss zu treffen. Ich bin jetzt da, wie wir zu den Bäumen gekommen sind. Okay, dann komme ich da auch hin. Dann bist du da, ja. Wir müssen einen Hof finden. Wo eine Schlange drin. Das mal. Oh, ich habe gar kein Essen mehr gerade. So, das kann weg und das ist das Neue. Ja, wieso kann das weg? Behalt das doch erstmal. Nein, das habe ich ja zweimal. Ja, und? Pointy Roof Towers. Das ist das, die Pointy Roof Towers. Wir müssen aber... Wir brauchen einen Hof mit einer Schlange. Ich will ein paar Riesenseerosenblätter mitnehmen. Mach das. Ich such... Bin bei dir. Ja, ja, ich guck grad was. Wir brauchen so eine Schlangeartiges irgendwas. Aber wie könnte der, die das denn aussehen? Ja, ein grünes Schlangending stand hier. Hier ist ein Baum in einer Höhle drin. Hier, warte mal. I sighted a huge snake-like monster. A huge snake-like monster. Ein großes, schlangenartiges Monster. In einem Hinterhof. Vielleicht ist das Steinding. Okay, dann machen wir jetzt nicht das Schloss, sondern das Steinding. Na, wo bist du eigentlich? Ich warte da, ich sehe dich. Ah, da. Wir gehen jetzt zum Steinding und machen einfach das Steinding. Weil wahrscheinlich kann man da auch rein. Ey, mein Wasser ist da oben geblieben, obwohl ich es aufgesammelt habe. Nice. Warum ist das Wasser weiß? Bei mir nicht. Bei mir ist das Wasser weiß. Kommst du dann? Ja. Aus den Partikeln raus, weil das leckt sonst wieder. Naga. Und Naga sieht so richtig hässlich aus, also so grün. Ja, man sieht das hier. So deswegen denke ich mir halt, dass das vielleicht Schlange sein könnte. Das kann also sein. Schlangen sehen natürlich ganz anders aus in echt, aber, ne? Warum ist das Wasser hier bei mir weiß? Wieso? Weiß ich doch auch nicht, wenn... Profis. Mein Minecraft ist verflucht. Vor allem, ich habe eine Seerose. Ich hab ein Riesenseerosenblatt. 4 Stück. Wo war das? Hier weiter links. Da vorne. Ja. Was ist das? Oh. Ohne Fallschaden runtergekommen. Hier geradeaus ist das doch. Nee, da ist es. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Oh nicht. Gott, Timo, wir werden Naga. Ich sehe schon die Bossleiste. Ja. Lass dabei jetzt mal einen Eingang suchen. Das sieht doch so aus wie ein Hof, oder nicht? Na, ist vorbei. Das da oben? Hier ist ein Loch! Oh. Nee, ist nicht. Nein, bau dich doch nicht rein, es gibt doch bestimmt einen Eingang. Iron Stone Bricks. Das ist... Das ist wohl die Schlange, Tier.
Buongiorno, der Herr! Wie geht's dir denn, Brudi? Wir müssen aufpassen, dass die hier nicht rauskommt. Ich schieß mal mit dem Bogen drauf. Schön, dich wiederzusehen! Ah! Was ist das? Wo muss man die denn? Du musst den Kopf schlagen! Auf Kopf! Du musst den Kopf schlagen! Weiß ich, hab ich auch gerade gesagt. Wo ist ihr Kopf? Ihr Kopf ist weg! Sie ist weg! Sie ist weg! Ach, hier ist sie! Hallo, Naga! Aber die macht ganz gut Schaden. Oh Gott! Du kannst den Kopf ja gar nicht treffen. Alter. Hey, du kannst den Kopf nicht treffen. Aua. Doch jetzt. Ich muss den Gäppel nehmen. Wobei nicht. Ich kann die nicht hitten. Aua. Wieso kann man die denn nicht hitten? Weiß ich nicht. Ich mach mal F3B. Wenn ich was essen könnte. F3B. Ja. Also du kannst wirklich nur den Kopf treffen, alles andere merkt sie nicht. Okay, dann schieß ich mal mit dem Bogen rein. Hätte eigentlich getroffen. Aber du kannst sie nicht treffen. Ja, ich vor allem halt nicht. Ist der Server, ich kann die auch nicht treffen. Ist der Server vielleicht überlastet? Nee. Aber die regeneriert halt auch wieder. Das ist ja behindert. Ja super, was machen wir jetzt? Oh Gott! Alter! Mann, Naga! Chill doch mal einen Augenblick! Alter! Junge macht die Schaden! Lass mal zurückgehen und kurz die Welt laden lassen, Timo. Aua. Komm mal kurz hierher, lass kurz einmal hier auf den Baum gehen. Wo bist du denn? Ach hier. Lass kurz hochbauen. Irgendwie so 10 Blöcke oder so. Lass mal kurz hier oben bleiben. Siehst du dieses Labyrinth? Oh ja. Deswegen auch dieses Buch mit dem Labyrinth-Ding. Ja. Ich versuch mal was. Nee, blockt sie ab. Warte, ich will mir irgendwas. Ist ja irgendwie fest, ne? Da drin können wir ihn vielleicht hitten. Komm jetzt. Nein! Sie geht direkt wieder raus. Na, da war Schluss bei dir. Oh Gott! Ich kann sie hitten. Los, rauf. Vielleicht kann man sie nur hitten, wenn sie hier drin ist. Timo, komm hier rein, schnell. Nein, komm wieder rein. Man kann sie draußen wahrscheinlich hitten. Los, hier in die Mitte, komm hier in die Mitte. Ja, hier. Alter, ich treffe sie nicht. Ich hab sie noch einmal. Alter, ja. Macht die Schaden. Warum explodiert das? Ich kann Bogen. Halt sie einfach nur auf... Ich hab keine Pfeile mehr. Aua. Ja, du hattest ja auch nur 6 mitgenommen. Ja, aber ich hab doch nicht... Alter. Die macht so krank guten Schaden. Alter! Einmal. Aber es leckt auch. Ich weiß halt nicht, woran oder wie lange oder wie oft sie regeneriert. Ja, ich hab sie noch ein paar Mal. Ja, wir haben sie gleich. Oh Gott! Junge, hat die mich weit raus. Ich kann sie nicht mehr hinten, weil sie draußen ist. Doch, ich hab sie! Die wird immer kürzer! Oh ja, stimmt! Die haut ab, Timo, wir müssen weg! Alter! Komm, ein Hit noch! Ja! Was hast du? Naga-Trophy! Damit können wir wahrscheinlich da rein! Ja! Warte mal, da müssen wir aber noch eine zweite finden. Die kann man auch nicht craften, diese Trophäe. Die kann man nicht craften. Die ist bestimmt voll selten, ne? Kostet Waffe. Warte mal, nimm mal so eine Naga-Schuppe in die Hand. Wann hast du dein Essen? Ja, wo man ganz cool, wenn er es wegwerfen kann. Da, nimm einmal kurz die Nagerschuppe. Alter, hab ich viel Müll. Ich werf mal diese. Ah, du hast es auch? Achso, weil du die. Die Schuppe jetzt hab, ja. Alter! Hey. Yeah. I'm at my